Es dauert nicht mehr lange, dann beginnen die Playoffs in der Deutschen Wasserballliga. Bevor die Titeljagd so richtig losgeht, steht für die Wasserfreunde Spandau noch das letzte Heimspiel der regulären Saison an. Gegen den Tabellen-7. Cannstatt ist ein Sieg natürlich Pflicht. Auf die leichte Schulter wollen die Hauptstädter das Spiel aber nicht nehmen, denn schon am Mittwoch kommt es in der Champions League zum Topspiel gegen Galatasaray Istanbul. We are trying to try some things. Wir werden heute ein paar Taktiken ausprobieren, die wir gegen Galatasaray brauchen. Daher hat die heutige Partie für uns den gleichen Stellenwert wie jeder andere auch. Wir wollen Cannstatt nicht unterschätzen. Wenn die Spandauer die Spielidee am Mittwoch genauso gut umsetzen können wie gegen Cannstatt, dann müssen sie sich vor dem Duell mit den Türken keine Sorgen machen. Gleich im ersten Viertel können die Wasserfreunde dreimal einnetzen und haben dabei auch keine größeren Probleme. Nicht nur offensiv läuft es bestens, auch hinten erledigen die Wasserfreunde einen guten Job. In einer Vielzahl der Angriffe kommen die Gäste nicht einmal zum Abschluss. Immer wieder läuft die Wurfuhr ab. Folglich steht es zur Pause 4:0. Wie so häufig in der Deutschen Wasserballliga sind die Spandauer also wieder eine Nummer für sich, eine Nummer zu groß. Da fragt man sich natürlich, was die Hauptstädter so viel besser machen als die Konkurrenz. Timo van der Bosch spielte letztes Jahr noch in Berlin und kann daher einen Vergleich ziehen. Also erstmal das Training, das ist viel intensiver. Nur ist die Anzahl an den Trainingseinheiten ist einfach das Doppelte, was wir im Moment machen. Ja, Übung macht halt doch den Meister und darum schickt Wasserfreunde-Coach Peter Kovacevic im zweiten Durchgang auch vermehrt die Jugend ins Becken, während sich Spandaus Nationalspieler vom kräfteraubenden Weltligaspiel gegen Serbien erholen können, zeigt die Jungspunde, dass sie auch Wasserball spielen können. Erst trifft Vincent Hebisch zum 9:0, dann trägt sich der erst 1997 geborene Tomi Tardin in die Torschützenliste ein. Die Wasserfreunde gewinnen schließlich 15:2. Bei noch einem ausstehenden Ligaspiel wissen auch die jüngsten Spandauer, dass es jetzt erst so richtig losgeht. Die Playoffs kommen immer näher, ja, und wir wollen auf jeden Fall alles gewinnen, das ist klar. Das ist Spandau 04 und wir, glaube ich, gehen unserem Ziel entgegen. Bevor die Wasserfreunde diesen Playoff-Weg starten, geht es zunächst jedoch gegen Galatasaray. Vor ähnlichen Ausschreitungen wie zuletzt in der U2 World hat Kapitän Markus Stamm allerdings keine Angst. Wenn es genauso ist wie vor 2 Jahren, dann ist es auf jeden Fall schön, weil die haben halt einfach wirklich eine Stimmung gemacht und haben sich relativ friedlich verhalten. Und das wünscht man sich beim Wasserball auch, dass nicht nur so ein Opernpublikum da sitzt, was mal beim Tor vielleicht ein bisschen klatscht, sondern auch ordentlich Stimmung macht. Auf so ein friedliches Wasserballfest hoffen wir natürlich auch. Die Highlights der Partie findet ihr ebenfalls hier bei Hauptstadtsport TV und natürlich auch bei Wasserball TV.